Ja, schönen guten Abend. 25.04.19:30 Uhr. Mal wieder eine Rangliste. Und ja, wir gucken mal. Die vorletzte war okay. Und die letzte war ziemlich bescheiden. Und der Schnitt ist jetzt irgendwie auf 580 runter. Und ja, jetzt gucken wir mal, wo es weitergeht. Ja, wie es weitergeht. Grand. Beim Krank spielt man Asser. Naja. Machen wir mal. Ja, gut, dann drehen wir direkt auf Karo. Dann, weil wir unsere Pik volle für Kreuz brauchen. Habe ich den auf dem Gewissen? Blank wäre es wieder gewesen. Das gibt's nicht. Mit dem Herzkönig zu dritt? Wahrscheinlich, ja. Ja, das war halt eine komische Karte. Okay, Mittelhand. Da irgendwie Ass 10, Farbe frei. Hinterhand hat Ass 10, Dame Lusche, drei Buben, Doppellusche, blanke Lusche. Nee, König Lusche, blanke Lusche. Ja. Siebenundzwanzig, naja. Könnte ein kompliziertes Spiel werden für den Alleinspieler. Außer er hat 0 auf Wehr. Okay, ich kriege die ganzen Herzen über Karo weg. Sollte eigentlich gehen. Scheint ein guter Spieler zu sein, weil er hat den Weg jetzt auch ganz schnell gesehen. Also, gut. War jetzt auch wirklich nicht so schwer. Man weiß ja, wie es ist. Weg. Weg und Herz, okay. Wir machen eine Pik 8. Er weiß noch nicht, dass Pik Ass nicht nach Hause geht. Das wird ihm noch abhanden kommen und damit hat er das Spiel nicht gewonnen. Und kein schlechtes Spiel auf jeden Fall. 6 Ato, Ass zu Brett, blankes Ass. Gut, uns ist es egal, wir kriegen hier nichts. Deswegen müssen wir von den 40 leben. Jetzt reißen wir Banane 0. Mehr auch nicht. Banane Nulls, ja. 1, 2, in 3 Farben drin. Ja. Vor der Aufnahme, nach der Aufnahme kann es auch sein, dass es ist wirklich. Oh je, eine 8 wird schon gestochen, das kann nicht gut sein. Karo Bauer.
Nein. So, sind wir schon im Modus, den nicht zu passen? Wir kommen früh ran, finden nichts, haben einen ordentlichen Ansatz, also ein ordentliches Karo-Spiel, meistens werden wir gewinnen. Meistens 3 Punkte gedrückt. Herz 7. Okay, das sieht erstmal nicht so schlimm aus. Abwurf. Hab. So, jetzt müssen wir einen Schub bekommen. Natürlich. Jetzt können wir einmal von oben spielen. Kreuz weggehen. Ja, das sieht gut aus. Oh, da ist 10 zu 4 draufgespielt. Das Spiel war jetzt glücklicherweise zu stark. So. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht Ja, ich nehme hier meistens den 0 raus. In dem Fall wäre jetzt gar nichts mehr. Ah, ein ganz schlechtes Pikspiel. Vier Trümpfer Herz spielen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Naja, komm, wir spielen Herz. Er wird sich gleich erschrecken. Schön gespielt. Einfach Herz gelöst. Oh. Ja. Momentum. Nehmen wir den 0 raus mit der blanken Herz 8 nicht. Potenzial für 40 im Gegenspiel sind da vielleicht. 0. 0. Und Schwert. Ach du Scheiße, was ist das denn? Okay. Was sollte doch dann der Platikowski sein? Spiel einer zu. Meistens 6-3-1. Herz irgendwie zu dritt. Vielleicht auch Herz Ass Blanker und 10 zu dritt. 6er zu. Mal gucken, was unser Mann öffnet. Eine Informationskarte wäre gut. Ja, die Information nehmen wir.
Tja, hätten wir den mal mitgenommen. Zurück, Abwurf, nach Abwurf. So, Fünfer tut zwei Seitenasse. Wieder 18 gehalten, das kann alles nicht gut sein. Pik ist Trumpf. 10 Punkte gedrückt. Ich finde, das wird nicht reichen, leider. Ui. Oh, okay, 6-1. Ich konnte eh nichts machen, also deswegen. Bin irgendwie an keine Seitenfalle rangekommen. Krank Hand bei 22. Okay. Kreuzer. Ja. Schönes Kreuzspiel. Leider Gegenwehr. Tja, wir kommen nicht ran. Ärgerlich. Das scheint einen Gang mit 2 zu haben. Mal gucken, wie gut der ist. Echt ungewohnt. Sieht ja optisch wirklich ganz nett aus hier mit den Farben und dass man das alles verstellen kann, noch auf Blau und wir legen mal ein Bild rein. Wir haben hier noch Bilder. 14, wunderbar. Sind wir raus? 3,79. Okay. Bei weg, weg hätte ich wahrscheinlich die Nerven verloren. Cool. Na gut, let's go.
Hast du vor, noch ein Tor? Gut, die reizen auf jeden Fall relativ locker. Verzählen. Hätte man besser die anderen 14 gedrückt. Bauern werden sowieso gesprungen. Schneider verschenkt. Zwei Piker da auch noch drin. Und die bestellte Kreuz 10. Jetzt kein Gemälde, was er da gereizt hat. Sind noch bei Zeiten rausgegangen. So, was haben wir? 4,77. Und hat 3 Punkte unterm Schnitt. Noch 4 Spiele to go. Also für uns nur noch 3 Gewinnspiele möglich. Ich steige da nicht drauf. Okay. Der moderne Dame-Lusch-Aufschlag. Wunderbar. Mal gucken, ob er sich aufbringt. Nee, dringt er sich nicht auf. Gut, dann kann man Karo 10 spielen. Muss er mit Cowboy stechen. Wo ist denn hier der Fusch von Dame-Lusch? Okay. Jetzt habe ich seinen Aufschlag wenigstens verstanden. Ass zu dritt, Ass bestellt. Dame Lusch. Ass zu dritt, Ass zu dritt. Zwei Atu, Dame Lusch. Ich weiß es nicht, wir greifen mal Pik. 15. Nächstes Ass. Mal. Okay, 2 Spiele to go. Eins wäre noch mal gut. Ein gewonnenes. Ich ergänze erstmal ein gewonnenes. Ja. Nur mal gucken, ob der besser ist als der vorhin. Vorhin sind die König. Diesmal hat er schon in der Hand gehabt. Alles in Ordnung.
4 zu 3. Ja. 18 muss man sagen, bei 20 geht noch raus. Ja, okay, 4,77, 100 und das wird. Ich glaube, 3 und 2, ich weiß gar nicht, wie viele Listen wir haben. Also, wir werden nur bei 20 Hertz, bedeutet, der ist ohne. Kreuz blank. Ist raus und rein, das ist. Ja, Kreuz blank. Was?